Hallo YouTube und Anime-Freunde da draußen, willkommen zu einem neuen Video hier bei Gavatrons. Heute packen wir einen Klassiker aus, den wahrscheinlich viele von euch noch kennen, und zwar Willy Fork. Ich glaube, der original deutsche Titel ist Willy Fork, Reise um 80 Tage um die Welt. Ich bin mir da nicht mehr sicher, werde ich euch auf jeden Fall in der Videobeschreibung nochmal reinschreiben, plus weitere Informationen, plus steht es ja auch im Titel. Also da werdet ihr alles finden an Informationen, was ihr findet. Auch einen Trailer, wenn ich finde, so wie das geniale Intro. Ich finde, das Intro hat irgendwie so ein Ohrwurm. Syndrom. Wenn man das einmal hört, singt man immer mit. Ja, und die Serie habe ich damals auf Tele 5 sehr gerne geguckt, auf RTL 2. Und das ist Willy Fork. Ich weiß nicht mehr ihren Namen. Ich glaube, das war Rico Dorn. Und seinen Namen weiß ich leider auch nicht mehr. Oder war das Rico Dorn? Und wenn ihr schon was länger dabei seid, wisst ihr, dass ich die Serie damals schon mit einer anderen Klassiker-Serie ausgepackt habe. Mein Exemplar habe ich aber nicht mehr, weil ich das meinem Bruder mal gegeben habe für seinen Sohn. Und er wollte die Serie nicht mehr hergeben, hat er mir das Geld gegeben. Ich habe sie mir jetzt neu gekauft, nicht aus Spanien, weil das ist das Exemplar aus Spanien, die aber komplett auf Deutsch ist. Es gibt die Serie auch auf Deutsch, auf Einzelvolumen, aber die wurde nicht komplett veröffentlicht. Ich glaube sogar von denselben Betreiber hier, BRP International. Und in Spanien haben die komplette Serie mit 26 Episoden rausgebracht, die auch komplett auf Deutsch ist. Total unlogisch, hätte man auch hier so rausbringen können. Auf jeden Fall habe ich mir dann gekauft auf Amazon selbst für 24,95. Und das ist die Serie mir auch wert gewesen und ein Klassiker. Und ich dachte mir auch gleichzeitig, drehe ich nochmal das Video aktueller dann nochmal und vielleicht wird so noch der eine oder die andere aufmerksam auf diese tolle Serie. Ja, wie gesagt, es ist aus Spanien, ist alles auf Spanisch und Englisch. Und wir sehen hier dann Episoden 26, 5 DVDs. Und ja, hier steht dann nochmal, dass es Neuware ist. Und das packen wir jetzt mal aus. Das ist auch wieder so eine Serie, da wusste ich damals nicht, dass das ein Anime ist. Aber man hat es dann später ja mal rausgekommen, wenn man sich damit beschäftigt hat. Und ich, wie gesagt, ich habe diese gerne geguckt. Und ja, die kommt in dieser Box. Hier unten stehen dann noch die Sprachen. Englisch, Spanisch, Französisch, Deutsch. 1.0, Bild ist 4 zu 3 Color. PAL, alle Regionen, 625 Minuten. Und ja, gucken wir mal rein. Da haben wir einmal DVD 1, DVD 2 und 3, alle dieselben Bilder. Aber nicht schlimm, immerhin Bilder und sehr gut aufgeteilt, wie ich finde. Und ja, wenn ihr Kinder habt, wenn ihr die Serie noch kennt, kauft euch die Serie. Ich finde, die ist wunderbar. Viele Abenteuer waren das gewesen damals mit der Gruppe. Die werden ja noch von so zwei Polizeihunden gejagt. Also ich fand das immer genial, habe das sehr gerne geguckt. Und wie gesagt, ich mag das Intro. Echt tolle Serie, kann ich euch nur empfehlen. Und kauft sie euch. Ist nicht teuer, wie gesagt, und ist ihr Geld wert. Das war's dann von mir auch. Ich wünsche euch einen schönen Tag und danke euch für eure Kommentare und Zeit. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis bald, euer Gavatrons. PS, guckt in die Videobeschreibung, da werde ich euch nochmal die Serie verlinken und auch weitere Informationen und einen Trailer, wenn ich finde, und in die Videobeschreibung alles verlinken. Einfach mal reinschauen. Bis bald, ciao.